Unter großem Beifall nutzt der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson den Parteitag der Konservativen in Birmingham für den Angriff auf die Brexit-Pläne von Theresa May. All this nonsense we would have to implement with no ability to change or resist. That is not pragmatic. Dieser Unsinn, den wir umsetzen sollen, ohne der Möglichkeit für Abänderung oder uns zu wehren, das ist nicht pragmatisch, kein Kompromiss. Es ist gefährlich und instabil, sowohl politisch als auch ökonomisch. Das ist nicht Demokratie, das ist nicht, was wir gewählt haben. Boris Johnson gilt als Favorit in der Nachfolge der amtierenden Premierministerin Theresa May. Ihm wird nachgesagt, dass er May stürzen will, um ihr Amt zu übernehmen. Bereits zum Auftakt des Parteitages hat Johnson die aktuellen Brexit-Pläne stark kritisiert. Er und andere Brexit-Hardliner fordern einen klaren Bruch mit Brüssel. If I have a function here today, it is to try with all humility. Wenn ich eine Funktion heute hier habe, dann ist es ein Ende des Dahinsickerns des Glaubens an uns selbst herbeizuführen und euch einzuladen, ein realistisches und gerechtfertigtes Selbstvertrauen in das zu haben, was wir gemeinsam erreichen können. Johnson spricht davon, dass die aktuellen Brexit-Pläne, so wie sie zurzeit sind, nicht von der EU angenommen werden. Dies soll als ein Beispiel und auch Warnung dienen. Staaten, die ebenfalls an einen Austritt denken, sollen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene eingeschüchtert werden, so der ehemalige Außenminister.